So, moin und ja, willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht hier, werden wir uns mal um die Milchkanne kümmern, dann um drei weitere Autos, die wir heute schlachten werden. Ja, wie ihr seht, ist da nicht wirklich viel von zu gebrauchen. Schade eigentlich um den Renault 25, ja, dass der, ich sag mal, in dem Sinne das Leben hinter sich hat, ja. Ja, und ja, er rollt auch so gar nicht mehr so großartig. Und ja, der hier ist total zerkratzt. Ja, da können wir höchstens nur noch den Unterboden von gebrauchen, je nachdem, wie die Achse da reingearbeitet wurde. Und ja, das war's eigentlich. Ja. Also, so die Karosse. Ja, die kann ich zwar auf Lager legen, die müsste aber eben vom neuen Besitzer neu lackiert werden. Ja, damit er da überhaupt Freude dran haben kann. So, dann fangen wir mal mit dem hier an, der ist am einfachsten und schnell erledigt. Ist halt einer von Dicky. Ja. Und ja, die Schraube will jetzt hier noch nicht ganz raus. Aber das schaffen wir dann auch noch. So, die haben wir. Jo, so, hier haben wir die Rohkarosse. Und ihr seht ja die Scheibe. Na, da frage ich mich, wie schafft man sowas? Also, da muss man schon eine gewaltige Wut gehabt haben oder so. Schade eigentlich ums Auto hier. Ne? Die Innenausstattung haben wir noch. Ja, das ist wenigstens ein bisschen was, ne, was davon noch bleibt. Ja, dann haben wir hier noch fröhlich die Achsen. Ja, die Räder, die gehen auch klar. Natürlich gerade wieder eine runtergeflogen hier. Aber so kann ich jetzt auch noch mal zeigen. Die andere sah jetzt auch nicht viel schöner aus. Viel schlimmer. Ja, und hier haben wir den Unterboden. Das geht auf jeden Fall klar. Ich werde hier nur noch mal die Schraube rausdrücken irgendwie. Ja. Und hoffen, dass wir da irgendwie Glück haben, dass das alles so hält. Ja. Ja, das ist manchmal schon ganz schön tricky hier mit den Schrauben. So. Und durch. Fertig. Ja. Jetzt werde ich nur eben die Achse versuchen wiederzufinden. Da vorne ist er. Im Boden. Dann kann ich euch die auch noch mal eben schnell zeigen. Jetzt bin ich natürlich auch im Bild gewesen. War klar. Ja. Hier haben wir sie. Ja, schöne Reifen haben wir. Ja. Und ich denke, das ist in Ordnung. Da kann man ein bisschen was draus zaubern. Die Scheibe hier, die fliegt natürlich weg. Die hat es hinter sich. Ja, und jetzt widmen wir uns mal der Milchkanne hier auf zwei Rädern in dem Sinne. Ja, eine Achse. Was können wir hier machen? Eigentlich, dadurch, dass das hier ein bisschen verschmolzen ist, können wir nur die Achse retten, die Milchkanne. Ja, zum Teil vielleicht. Ne? Wir gucken einfach mal, was sich da machen lässt. So, wir müssen sowieso erstmal einen Punkt finden, wo wir hier drunter können. Und allein das wird schon ein ganz schöner Punkt werden hier. Ein ganz schöner Akt. Ne, weil das doch sehr krass ist. Ach ja, geht ja ganz easy. Da haben wir sie. So, die Milchkanne hier zum, ja, ursprünglich mal dahinter ziehen, denke ich mal. Na, ich meine, klar, die kann ich, wie gesagt, auch mal eben auf Lager legen, das wäre auch nicht das Thema. Na, dann nehme ich das Ding hier mal raus in der Mitte. So, da haben wir es. Ja. Dann packen wir die Milchkanne einfach mal weg. Die kann ja auch irgendwo zur Deko stehen.
als Beispiel. Ja. Schon haben wir die Milchkanne an sich und ja, jetzt brauchen wir nur noch die schöne Achse hier. Ne? Und dann klar kann man da jetzt auch wieder eine Figur draufstellen. Nicht. Also hier diese, ihr kennt die Dinger, wo man drauf steht und umhersausen kann. Ne? Jo, was machen wir hier am besten? Wir werden einfach das Ding hier aufbiegen. Und so lange, bis das passt. Am besten nehmen wir uns die Zange dafür. Und dann passt das auch. Fahren wir schnell hin und her. Und nach und nach sollte das eigentlich klar gehen hier. Wie gesagt, ich habe die jetzt einfach mal zerlegt. Und warum nicht? Ja. Allein die Felgen sind es jedoch schon wert. Na? Die sehen noch schick aus. So, hier machen wir das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Und dann sind wir da auch schon wieder einen Kilometer weiter. So. Ja. Bleibt nicht aus, dass wir dann hier nachher Krümel haben. Das ist leider so. So, schauen wir mal, ob das schon ausreicht. Jawohl, wir haben die Achse. Ja. Wunderbar. Alles super. Mehr geht nicht. So, auch hier machen wir erstmal wieder schön sauber. Und widmen uns dem nächsten Fahrzeug. Ja, um den tut es mir ehrlich gesagt schon was leid. Ja, schöner McToy. Gar nicht mehr so häufig zu kriegen. Ja. Aber gut. So, der war ja nun easy hier. Aber wie verhält er sich vorne? Werden wir gleich gucken. Hier haben wir schon mal die Räder. Moment, da haben wir eine. Das soll wohl eine Feder sein, hier denke ich mal. Hier das Metallplättchen. Ja, packen wir auch mal mit einer Seite. So. Ja, ich versuche, dass ich das alles ein bisschen retten kann, aber manchmal ist es nicht rettbar. Ja? Wie in dem Fall, ja, denke ich mal, dass der Unterboden dran glauben muss. Na. Was natürlich echt schade wäre, keine Frage. Aber, ja, er hat keine andere Wahl. So. Und nun ist er zerlegt. Das heißt, auch der wäre geschlachtet. Die Scheibe, ja, ist klar, die muss man mal bestimmt ordentlich reinigen. Ja, dann weiß man in etwa, was nachher noch übrig ist davon. Und das werde ich auch vorher machen, bevor die eingelagert wird. Der Innenraum, ja, der spricht auch Bände für sich. Ne? So gebe ich das natürlich dann am Ende nicht raus. Hier haben wir die nächste Achse davon. Ja, und das war's auch schon wieder. Na, also der Unterboden, ja, ich sag mal, wenn den jemand gebrauchen kann, warum nicht? Ja, dann kann ich den auch einlagern, da ist nichts weggebrochen. Das ist auch schon mal vorteilhaft. Also der hat definitiv viel Sand gesehen. Ja, gut. Dann widmen wir uns dem nächsten Fahrzeug. Da muss höchstwahrscheinlich nicht nur der Unterboden dran glauben, sondern auch die komplette Karosse. Ja, weil das ist alles hier gebrochen an der Stelle hier und ja, die Scheibe und so, das ist auch nicht mehr so der wahre Jakob. Das müssen wir aber erstmal sehen, wenn wir den zerlegt haben. Ja, das wird dann der nächste
Gang hier. Ja. Ich versuche hier irgendwo erstmal Fuß zu fassen, sage ich mal. Was natürlich immer nicht einfach ist. Ist ja auch klar, man möchte ja die Achsen entsprechend gerade behalten. Schöner Maestro. Ja. Da hat Maestro noch schöne Autos hier für uns gemacht. Ja, da müssen wir dann doch mit der Zange ran. So. So peu à peu geht's halt rund. Ja, und dann gucken wir mal. Werden alles Kleinteile hier, weiß ich jetzt schon. Also wirklich Krümelkacke hier. Aber es ist für uns alle, ja, weil man muss ja ein Fahrzeug, was jetzt defekt ist, nicht unbedingt wegwerfen. Ja. Man kann gucken, was lässt sich hier noch retten und ja, ich sag mal, einiges lässt sich dann eben noch retten und anderes eben wieder nicht. Ja. Wie gesagt, ich hätte jetzt hier auch mit dem Lötkolben rangehen können, klar. Aber wie gesagt, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt gehabt, das kostet mir einfach zu viel Strom, ne? Also bei den Strompreisen möchte ich jetzt keinen Lötkolben mehr anmachen. Und den erstmal vorglühen lassen. Ja, da kann ich mal drüber nachdenken, wenn ich mit YouTube wirklich Einnahmen erziele und die dann entsprechend meine Kosten decken. Aber ansonsten ist da kein Handlungsspielraum drin, ne? Und somit enden die Autos dann etwas anders bei mir, als ich es eigentlich möchte. Ja, das sind hier, wie gesagt, etlicher Kleinkram, den wir hier haben. Ich hoffe, dass ich hier gleich durch bin. Zumindest so weit durch, dass wir schon mal ein bisschen was anheben können hier. Ja, dass wir ein bisschen mehr freien Blick haben. Da haben wir es. Ja. So. Da haben wir schon mal einen Blick auf die Achse vorne. Ja, das ganze Spiel wiederholt sich natürlich hinten auch nochmal. Tja. Interessant, interessant. Ja. Und vor allem, der Vorteil ist, man hat immer noch mal Räder übrig für andere Fahrzeuge, ja, wo es passt und man möchte einfach mal andere Räder dran haben. Ja, warum müssen es denn immer Gummireifen sein? Es können auch diese Kunststoffreifen sein von früher eben noch. Ja. Und ich meine, gut, wenn die jetzt zu stark runter sind, ja, dann ist klar, dann sind die auch nicht mehr zu gebrauchen. Aber ich sag mal, die hier, ja, die kann man sich wieder schick machen. Ne? Also das ist jetzt nicht das Problem. Ein bisschen Farbe, ein bisschen hier, ein bisschen da und gut ist. Ja. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier auch gleich rum sind. Dass wir hier durchkommen. Ja. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Und da haben wir es schon. Ich würde sagen, der Plan ist aufgegangen. So, hier haben wir die erste Achse und dann holen wir uns noch die zweite Achse. Das geht vielleicht ohne irgendwas zu beschädigen hier weiter. Haben wir nicht ganz so viel Kleinkram. Na, so, da haben wir sie. Ja, also wirklich, das geht klar. Ist auch noch einigermaßen gerade.
Na, dann haben wir hier noch das Innenleben. Und siehe da, einwandfrei. Ja? So, kann man natürlich noch farblich anpassen im Anschluss, ja, wie man lustig ist. Ne? Hier haben wir dann die Frontscheibe. Da müssen wir natürlich gucken, wie die im Gesamtzustand ist. Und auch naja, komm, die geht noch. Ja, die kann man noch verarbeiten. Ja, und hier ist der Bruch, den ich erwähnt habe. Ja. Und das ist dann leider unwiederbringlich. Ja, das war es also dazu. Jetzt haben wir wieder 4 Autos gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, lasst ein Like, Kommi, Abo da. Ja. Und ja, alles andere wisst ihr dann, ja. Ne? Bleibt mir wohlgesonnen und bis zum nächsten Video.